Ja, ich glaube, dass wir es sehr, sehr schwer hatten, die erste halbe Stunde, weil Fortuna mit dem Selbstvertrauen aus den letzten Spielen einfach hier angereist ist und auch gezeigt hat, warum sie in diesem Bereich gerade im Moment stehen, im vorderen Bereich, und eben auch noch kein Spiel verloren hatten. Sie waren aktiv, sie haben immer wieder auch die 50-50-Bälle für sich entschieden und wir waren eben dementsprechend nicht ganz so aktiv, haben uns dann innerhalb der, oder nach einer halben Stunde reingekämpft in diese Partie, hatten dann zum Schluss der ersten Halbzeit zwei Großchancen, wo es natürlich auch glücklich sein kann, dass du wieder 1-0 dann in die Halbzeitpause gehst, wo dann das Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere Wendung nimmt. Ist nicht passiert, wir gehen mit 0-0 in die Halbzeitpause, haben dann uns gegenseitig immer ein bisschen wachgerüttelt, um einfach noch ein bisschen mehr Aktivität an den Tag zu legen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit, war es dann ein sehr offenes Spiel. Wir hatten eigentlich die Situation, einen Konter zu setzen, verlieren den Ball, verlieren ihn zweimal und dann gibt es eben den Gegenkonter und das ist eben auch das, was Fußball ausmacht. Du musst eben die Situation selber ausspielen und durchspielen und nicht den Ball verlieren nach einem Querpass beziehungsweise auch nach einem Ballverlust stehen bleiben oder liegen bleiben, sondern das muss einfach aktiv weitergehen. Solange der Ball im Spiel ist, muss ich Vollgas geben, da gibt es keine Pause. Ansonsten habe ich im Profifußball einfach zu viel Luft nach oben und dann wird es halt irgendwann schwer und der Gegner hat es super ausgenutzt, die Situation. Schießt das 1-0, auch wenn es abgefälscht war, ärgerliches Tor oder ärgerliches Gegentor für uns. Und dann hat meine Mannschaft eigentlich so richtig angefangen, Druck zu machen. Wir haben ab den Einwechslungen, die wir getätigt haben, diese Qualität, die wir von der Bank haben, das wissen wir und das ist auch wichtig, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade ein bisschen hinten dran waren. Aber es ist umso wichtiger, diese Jungs da hinten dran zu haben. Paddy Breitkreuz, der dann reinkam und die Bälle vorne festgemacht hat und auch immer wieder sich durchgesetzt hat. Agi Diabosi, der sehr viel Betrieb über die rechte Seite gemacht hat und immer wieder Flanken geschlagen hat, den Gegner wehgetan hat. Und Stefan Andres, der natürlich seine Chancen hatte, die er vielleicht auch besser abschließen muss. Aber es ist wichtig, dass wir dann den Ausgleich noch gemacht haben. Ja, wir wissen, dass wir Körner am Schluss noch haben. Das haben wir im letzten Saison gezeigt. Haben immer dran geglaubt. Wenn wir es vielleicht einen Tick früher machen, dann wird das ganze Spiel nochmal ein ganz heißes Ende nehmen. So war es dann schiedlich für dich 1-1. Und ich glaube, dass wir beide mit dem Punkt jetzt leben können.